Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass ihr die ersten Tage alle gut überstanden habt. Es ist wirklich dieses Jahr, mashallah, sehr, sehr leicht, finde ich, das Fasten. Wenn ich bedenke, noch vor 3, 4 Jahren, boah, da war es richtig schwer, es ist richtig heiß. Die Tage waren richtig lang. Jetzt wird es, subhanallah, immer leichter. Ich wollte kurz einige Worte sagen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der noch nicht angefangen hat zu fasten. Und es ist dann oft so, gerade Leute, die aus nicht so religiösen Familien kommen, sie haben den ersten Tag nicht gefastet, dann sagen sie, ach. Das ist eine falsche Einstellung. Wenn man den ersten Tag nicht gefastet hat oder irgendeinen Tag nicht gefastet hat, dann muss man schauen, dass man danach weiter fastet. Denn jeder Tag, den man nicht fastet, ist eine ganz, ganz große Sünde. Bruder, wir machen andauernd lange Vorträge. Ihr müsst die langen Vorträge nur anschauen. Ja? Aber schön, dass du es vermisst. Die meisten werden bei DMG auf YouTube hochgeladen. So, und ich kriege jetzt momentan jeden Tag sehr, sehr viele Fragen über Ramadan. Liebe Geschwister, ich habe fast alles dazu beantwortet, schon 20 Mal fast. Ja, man muss nur die Suchbegriffe eingeben. Ich habe auch vor kurzem hier etwas gepostet, extra einige Videos, wo alles beantwortet wird. Natürlich kann man den Mund auswaschen. Aber inshallah, Bruder, machen wir demnächst wieder mehr solche Vorträge, lieber Bruder. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. So, wenn ihr jemanden kennt, jetzt nochmal zurück zu dem Thema, wenn ihr jemanden kennt, der noch nicht angefangen hat zu fasten, ihr habt eine Aufgabe jetzt im Ramadan, eine Dauer-Aufgabe. Denn es gibt Dauer mit Muslimen, Dauer mit Nicht-Muslimen. Nämlich habe einen Vortrag, der heißt, wie schlimm ist es im Ramadan, nicht zu fasten. Wie schlimm ist es im Ramadan, nicht zu fasten. Nehmt diesen Vortrag und schickt diesen Vortrag an alle Muslime, die ihr kennt, die noch nicht angefangen haben zu fasten. Für jeden Tag, den sie nicht gefastet haben, sie müssen ihn nachfasten und sie müssen Tauba machen. Okay, dann, das war erstmal das Erste, was ich kurz sagen. Das ist erstmal das Erste, was ich kurz sagen wollte. Okay, das heißt, diesen Vortrag von mir, wie schlimm ist es, Ramadan nicht zu fasten, schickt den über eure Kanäle und über WhatsApp an alle Muslime, die ihr kennt, die noch nicht angefangen haben zu fasten. Dann, wie soll man einem Freund klar machen, dass er beten muss, während er fastet? Er muss nicht nur beten, während er fastet, er muss immer beten. Ja, da habe ich auch einen Vortrag, habe ich gestern, guck mal Leute, ich habe es gestern gepostet, der gehört mit zu den Vorträgen, die ich als Vorschläge, gestern oder vorgestern, da habe ich 10 Vorträge über Ramadan gepostet, da geht es auch um das Gebet und Fasten. Darum geht es auch. Oder warum, man muss nicht Russeln machen, wenn man ein Gebet absichtlich verpasst hat. Es würden höchstens die sagen, dass man dadurch Käfer geworden ist. So. Bruder, was hat PlayStation mit Ramadan zu tun? Ich mache momentan keine Diät. So. Aber natürlich sollte man Ramadan am besten mit Dingen verbringen, die einen Allah näher bringen. So, das erstmal dazu. Da haben wir auch Fasten von Stillenden. Gib diesen vor. Schau mal, ich wollte jetzt einige kurze Worte sagen nur, ja. Ich habe einen Vortrag. Rechtsurteile des Fastens, Fasten von Stillenden, etc. Ihr braucht nur meine Suchbegriff bei YouTube einzugehen. Ihr findet von allem was. Fasten auf der Reise, guck. Alle Fragen, die hier gestellt werden, haben wir schon. Und ihr müsst euch wirklich mit diesen Sachen beschäftigen, weil das ist eine wichtige Ibadah. So, jetzt zum nächsten Thema.